Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, es gibt ein kleines Problem und zwar ist Jugulias und ich ungefähr ein bisschen unsichtbar. Ich weiß nicht warum, ich kriege es aber auch nicht gefixt. Ich habe schon neu gestartet, ein bisschen die Mods hin und her geschoben. Deaktiviert jetzt nicht, weil sonst geht das ja wieder nicht. Neu geladen, ich weiß nicht warum es so ist. Die einzige Gemeinsamkeit, die die haben, mit dem Unterschied, was die Norm nicht hat, sind eigentlich die Prothesen. Ich will die jetzt natürlich aber auch nicht rausnehmen. Es ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das wird nächste Folge wieder weg sein, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen kann, um das irgendwie zu fixen. Wenn ihr eine Idee habt, gerne mal, könnt ihr mir das mitteilen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, Neustart, Neuladen, bisschen die Mods hin und her geschoben. Das ist... Ich habe gedacht, vielleicht liegt es an der Hautfarbe, dass die Hautfarbe irgendwie ein Problem hat, weil die waren ja alle unterschiedliche Hautfarben. Und die waren auch schwierig einzustellen mit diesem komischen Mod. Aber wenn ich den... Ich weiß nicht, ob ich den Mod einfach so rausnehmen kann mit dem Spielstand. Weil das ist halt der, wo ich die ganzen Charakter eingesetzt habe, ne? Wie die funktionieren und wie ich halt das Szenario gestaltet habe. Naja. Wenn es nächste Folge so immer noch so ist, dann kann ich es ja mal probieren. Aber ja, vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Vor allem, wenn man Klamotten anhat. Vielleicht geht das dann ja noch. Aber gut, ist erstmal doof und muss ja nicht sein. Müssen generell mal gucken, weil diesen Industrialisierungsmod, den will ich auf jeden Fall drin haben. Das ist halt der Bohrturm. Das ist für mich ein Must-Have-Mod. Also, ja. Nun gut. Ja, ich nehme relativ früh auf. Ich weiß nicht, ob schon alle Kommentare durch sind. Julius hat noch gar nichts geschrieben. Aber dafür hat Thomas Mehling, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Wenn nicht, tut es mir leid. Hat auf jeden Fall cool geschrieben. Freut mich, dass es dir gefällt oder dass du es cool findest. Und die Norm sehr zurückhaltend diesmal. Ein Kommentar, ich dachte schon, ui. Da vielleicht nur mal reingeschaut und gar nicht weitergeguckt. Auf jeden Fall cooles Thumbnail, das alte war auch cool. Freue mich, dass es dir gefällt. Dabei ist es einfach nur irgendwas gegoogelt. Wo ich dann einfach RimWorld draufgeklatscht habe und eine Zahl. Also sehr schnell und einfach. Bin ja kein Professional Thumbnail Maker. Naja, Eislande fand ich aber geil. Das Eislande Thumbnail, das fand ich echt gut. Naja. Ja, Ziel ist es, dass das durchgeht, wir das bauen können. Dafür brauchen wir Stahl und Bauteile. Bauteile haben wir, Stahl haben wir nicht so viel. Das heißt, wir müssen Stahl abbauen. Wir sind ja schön gut dabei, Blöcke zu bauen. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen... Wann sollen wir anfangen, die Kolonie in drei Kolonien aufzusplitten? Wann fangen wir an? Wie machen wir das am besten? Ich meine, hier geht es um Dinoms Überleben. Wird Dinom überleben, wenn wir Jugulias und mich wegschicken? Mit der Nahrung? Wenn wir den auf Farm setzen, bestimmt. Wird Jugulias und ich das überleben, die Reise zu machen? Ich würde auf jeden Fall gerne Fernkampfwaffe dabei haben. Und Kleidung. Wir generieren aber trotzdem mal den Planeten. Gucken wir uns das an. Ich habe ja für mich noch nichts gefunden, aber ich weiß ja, wo Jugulias hingeht. Er hat zwar noch nicht geantwortet, aber ich meine, er meinte irgendwas mit große Hügel... Und Schiefer, Marmor, Granit. Irgendwie sowas meine ich da gewesen. War was. Bin mir aber nicht mehr sicher. Das lag auch in Range von der Flugkapsel. Und das ist eigentlich ein guter Weg. Wenn wir jetzt nun mal rein theoretisch eine Karawane erstellen müssten dahin. Das wäre 1,2 Tage. Das ist ja fast wie beim alten, obwohl die direkt nebeneinander waren. Da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber was ganz anderes, was viel wichtiger ist. Und zwar der Schwierigkeitsgrad. Weil drei Kolonien ist ja schon irgendwie...
Ach so, ich habe übrigens die Karten kleiner gemacht, ne? Ich habe nicht mehr die gigantischen Karten gemacht, weil ich gehofft habe, wenn ich die kleineren Karten nehme, also ich habe jetzt die normalen, nicht die kleinen, sondern die normalen, aber nicht mehr diese ultra großen, dass die für die Performance helfen, weil es steht auch, dass bei den großen Karten extra ein Hinweis, dass man die eigentlich nicht nehmen soll, die sind eigentlich für Testzwecke und die sind nicht so gut optimiert und deswegen habe ich mir gedacht, okay, lässt du viele Mods drin, machst eine kleinere Karte. Außerdem wird es leichter, die hier zu füllen. Das könnte natürlich die Norm jetzt überhaupt nicht gefallen, die zu füllen. Wenn die ja natürlich kleiner ist. Aber ich muss ehrlich sagen, so klein ist die gar nicht. Die kommt mir gar nicht so klein vor. Ich glaube, das ist eine 325er. Die andere müsste 425 sein, die große. Also 100 Blöcke weniger in alle Richtungen. Oder eher nach links und nach oben. Dann ist die vielleicht so viel größer? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber sie ist auf jeden Fall größer, als ich die ganze Zeit vermutet habe. Weil ich habe bis jetzt ja immer nur mit der größten gespielt, weil ich dachte, alles andere ist zu klein. Garantiert. Und es soll wohl auch AI-Probleme geben, wenn man die große nimmt. Stand da. Aber ich habe mir das ja nie durchgelesen, weil ich dachte, ach komm, ich habe einen guten PC, Performance, aber dass das Spiel gar nicht optimiert ist. Ja. Machst du nichts. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Roboter? Nein, aber, ja, ich bin ja ein Roboter. Also alles safe, passt. Was macht Jugulias? Der schläft auch, den habe ich nicht gesehen. Ich muss mich am Namen orientieren. So. Für Stoff brauchen wir das, dafür machen wir das. Können wir denn noch schnell was machen? Ach so, ja, wegen dem Schwierigkeitsgrad. Drei Kolonien. Ich weiß ja nicht, du willst, wie ihr mit den Protection aussieht. Weil bei dem Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt haben, gibt es Gegner, haben wir schon gesehen. Und ich weiß nicht, welchem dem der hier ähnelt. Kann sein, dass es der ist, der. Na, die glaube ich jetzt mal nicht. Aber wir können es auch wieder auf friedlich stellen. Das überlasse ich euch. Ich kann aber in Benutzer definiert bestimmte Bedrohungen auch ausmachen. Ich lasse mal die Questbedrohungen. Hier ist ja alles auf Standard. Das Einzige, was ich ja verändert habe, ist hier die Wiederbewaffnungskosten für Geschütztürme. Das hier ist das übrigens, was der Jugulias hatte. Der hatte das Problem, wenn der Gegner tötet, oder er Dinger, dass die direkt verrotten. Und das ist das hier. Steht's hier sogar? Hier, da eine Leiche sofort verrotten nach dem Tod, wenn er mit der Krankheit hier infiziert ist. Das ist das. Das ist kein Mod, das ist im Spiel. Hab ich extra nochmal nachgeguckt. Also, ich könnte die Bedrohung runtersetzen. Ich mache jetzt erstmal die größere. Ich muss irgendwie die Maus ein bisschen. Ich setze mal die Bedrohung was runter. Weil wir noch nicht gesagt haben, wie wir das machen wollen. Beim letzten Mal haben wir ja auch friedlich. Und wenn wir aber mit Verteidigung bauen wollen, also Geschütztürme, Mauern und sowas, dann mache ich die gerne wieder an. Weil drei Kolonien nachher zu handeln, die wir natürlich auch aufbauen wollen und wirklich ausbauen, könnte schwierig werden. Also jetzt müssten eigentlich immer noch Gegner kommen. Aber weil das ja auch neu ist, mit der, also hier dieses, ich muss jetzt nicht nochmal öffnen, dieses Benutzer definiert. Das ist kein Mod, das ist jetzt mit dem Patch 1.2 reingekommen. Und da das neu ist, weiß man natürlich noch nicht, was das so bringt, ne? Oh, aber ist das nochmal schön, hier mit 60 FPS zu spielen? Auf dem Speedy oder eher auf dem normalen Modus? Das ist schon angenehm.
Oh, ich kann nicht shiften. Ist das von einem Mod, das Shiften? Das würde erklären, warum das bei Yugulias nicht funktioniert. Es kann sein, dass das von einem Mod war, dass wenn ich hier so Shift gedrückt halte. Ja, das ist von einem Mod. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist ja interessant. So, wir setzen Kochen mal auf 3. Weil wir haben ja keinen speziellen Koch, hier kann ja jeder alles. Ich meine, wenn wir jetzt in der nächsten Folge, ne? Also schreibt es mir gern in die Kommentare. Wenn wir auf friedlich spielen, dann schicke ich direkt in der nächsten Folge, egal was da ist, dann bringe ich nur ein bisschen Nahrung mit, dann schicke ich alle in ihre Kolonien. Dass wir schon mal die 3 Kolonien am Anfang haben. Wenn wir aber mit Bedrohungen spielen, dass wir mit Raids und je nach Gefährdungsstufe, werde ich erstmal eine gewisse Zeit hier bleiben. Um es erstmal alles hier ins Rollen zu bringen. Ich meine auch die Forschung, ich muss irgendwie, also mich, weil ich bin der, der Forschung tut. Was mache ich? Schlafen? Das gefällt mir gar nicht. Aber wir werden auch früher oder später Gefangene brauchen. Weil wir brauchen sehr viele neue Kolonisten. Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal ein kleines Gefängnis. Direkt am Anfang Gefängnis bauen, wenn wir doch gar nicht keine Gefangenen bekommen können? Stimmt, das macht keinen Sinn. Was sind denn Intro-Bedrohungen? Komm, machen wir mal an hier. Nein. So habe ich das nicht gemeint. Wir stellen ihn wieder auf normal. Lassen wir erstmal so. Denn ich würde gerne was ausprobieren. Was heißt ausprobieren? Ich wollte halt die ganze Zeit mal ein richtiges Gefängnis bauen. Ich sag's einfach frei heraus, wo ich eine Nährstoffpasten für die Gefangene als Essen machen wollte. Und jedes Mal habe ich's nicht gemacht. Aber jetzt will ich's mal machen. Aber direkt am Anfang wäre auch scheiße. Wir müssen erstmal dafür gucken, dass ich forsche. Damit wir Batterien haben. Haben wir Tragetag oder was? Was ist hier los? Wir setzen mal alles andere auf 4. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Resource Console? Was ist das? Ach, im Feller? Egal, 4. Die anderen, die kein Handwerk machen, 4. Was ist das? Aufsehen? Lassen wir mal auf 3. Tierpflege haben wir, ja, können wir dann auch auf 3 lassen, haben wir nicht. Das können wir auch lassen. Gut, kochen ist so eine Sache, lassen wir erstmal. Granit. Bauen wir mal ein paar aus Granit. Ich sehe gar nicht, wie rum die richtig sind. Aber ich muss noch das Research-Teil forschen, ne? Weil den Mod habe ich nämlich drin gelassen. Mit dem Research-Teil. Ne, ist nicht drin. Schade. Was kostet denn das Kitchen Sink? 100? Da muss einer dran. Ich wusste gar nicht, dass einer dran kann. Dann machen wir lieber die Kochutensilien. Mann, ich sehe gar nicht, wie rum das muss. Früher Morgen, Leute. Boah, ist das teuer, Alter.
250. So, wir haben den ready. Das ist nice. So, Webestoff. Oh, das sieht kacke aus, wenn der so platziert ist. Ich muss mir auf jeden Fall merken, dass wir den richtig drehen am besten. Stimmt, ich kann auch hier wieder die Zeit einstellen wegen Putzen, ne? Eigentlich eine gute Idee. Gut, dass du es gesagt hast, Dinom. So, wir machen wieder die Zeiten. Von 16 bis 18 Uhr wird getragen. Nee, wir machen Reinigen als erstes. Und danach wird getragen. So, von 18 bis 20 Uhr wird getragen. Jetzt dürfen wir natürlich hier nicht schlafen. So, Arbeit machen wir aber von 17 Uhr, damit die schon wach sind. Warte, wie sieht das jetzt aus? Also von 16 bis 20. Machen wir den auch noch, damit die da auf jeden Fall nicht schlafen. Boah, scheiße, habe ich überhaupt Audio umgestellt auf Surround Sound? Ich habe nämlich, weil ich im Discord war, musste ich auf Stereo umstellen. Das ging einfach nicht mehr. Ich habe es versucht, aber ich musste es umstellen. Ist Surround Sound an? Ich glaube, ich habe es wieder umgestellt. Wenn nicht, tut es mir leid, wenn die Folge scheiß Sound hat. Aber ich meine, ich habe es umgestellt. Ist gut, dass die keinen Strom mehr bekommen, aber die noch den Reststrom haben. Das finde ich gut. Das ist wichtig. Und dann müssen wir als nächstes einen Backofen bauen. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir aber auch einen elektrischen. Die Sache wird aber irgendwann sein. Ja, hey, elektrisch schön und gut. Aber wie sieht's denn aus hier mit... kann man ja platzieren. Wie sieht's denn aus mit Strom? Also, habe ich überhaupt genug Produktion? Im Moment schon. So, überdacht, weil nicht im Freien. Das müssen wir natürlich verhindern. Indem wir ein Einserregal machen. Jetzt fehlt natürlich das normale Einserregal, was wir mal hatten, aber wir haben ja hier natürlich Alternativen. Ich hätte gerne einen Einserkorb. Also ich weiß hier, klar, hier gibt es das Einser-Shelf, aber das gefällt mir nicht. Ich baue es jetzt trotzdem mal. Aus Granit. Direkt daneben. Habe ich vielleicht doch noch irgendwo anders noch andere? Weil der Mod fasst das hier schön alles zusammen. Der hat auch das, was die anderen Mods ja... Nein, ist eine Tierkiste. Was die anderen Mods an Storage haben, fasst er hier mit rein. Jetzt will ich aber nur mal sehen, ob der wirklich jede Storage Solution damit drin hat. Übrigens habe ich überlegt, den Mod hier rauszunehmen, die Alpha-Biome.
Aber ich habe die Alpha-Tiere auch drin und vielleicht gehen wir ja doch irgendwann mal in die Alpha-Biome rein, um Ressourcen zu holen. Deswegen habe ich mir gedacht, ah. Vor allem, wenn du dann jetzt hast du ja den Karawane mit Camp anstatt einem Dings, macht das ja dann auch irgendwie Sinn. Weil dann kann man die Karawane auch sinnvoll nutzen und dann, ja komm, nimmst ihn wieder rein. So. Hier. Pflanzenmassen. Wo ist denn die Baumwolle? Ach, hier. Hier muss sie sein. Habe ich zumindest gedacht. Ah, Raw Textil. Ja, genau, da ist die Baumwolle. So, die erste Stammeskleidung ist ready. Wenn der Bambus ready ist, kriegen wir die Birken. Das würde auf jeden Fall besser sein, wenn wir wieder so sind, dass wir nicht nackt sind. Ich forsche schön an der Batterie, das gefällt mir. Aber warum forsche ich denn jetzt? Wir machen das 3. Ich will, dass Bauen Priorität hat. Dann könnte ich es auf 3 lassen. Feldarbeit betrifft Jukulias. Wobei die müssen die anderen Sachen natürlich lernen, wenn die weg sind. Na? Dann muss ich es wieder neu machen. Aber jetzt erstmal, wo wir zu dritt sind, würde ich sagen, ist das in Ordnung. So, wir haben hier eingestellt, malt Maiskörner zu Mehl, ne? Nee, zu Maismehl. Maismehl will ich aber nicht. Oder will ich Maismehl? Jetzt fehlt mir tatsächlich die Stromversorgung. Was war denn das Maisbrötchen? Was hat denn das nochmal gekostet? Kann ich das vielleicht mit Maismehl herstellen? Steht jetzt Mehl. Mehl und Maismehl. Okay. Dann mache ich einfach mahle Mehl. Ändere das aber hier so, dass kein Mais genutzt wird, sondern der Reis. Boah, wir können dann eigentlich auch direkt auf Weizen gehen, ne? Anstatt auf Mais. Wir machen jetzt mal den Reis mit rein. Müssen wir hier wieder so ein Storage bauen. Wobei, wir können es ja erstmal so lassen, weil wir haben ja nicht so viel. Aber wir bräuchten dann wieder einen Kühlschrank. Wieso baue ich nicht? Okay, die Fäkalien, die werden hier... schön gelagert. Warum forsche ich?
Warum baue ich nicht? Die haben echt nichts zu tun, ne? Dann müssen wir die noch mal ein bisschen mehr zu tun geben, würde ich sagen. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang, für die Norm. Der hat auf jeden Fall den Bergbau. Jogulias ist noch nicht gut genug für, ich sag mal, Dingens. Wer hat jetzt eigentlich die Kleidung an? Die Norm hat Kleidung an. Ja, Julius und ich haben noch keine Kleidung. Wie sieht's denn hier drin aus? Fast eindrucksvoll. Boah, das ist doch nice. Wegen der Blume wahrscheinlich. Können natürlich auch direkt auf Drogen gehen. Ich könnte mir neue Typen pflanzen, die ich dann zähmen kann, aber dafür muss ich Zähmen 8 haben, meine ich, war das? Haben wir natürlich nicht. Aber ich könnte Weizen anpflanzen. Wir stellen den mal um auf Weizen. Lassen den Reis natürlich hier mit drin für das Mehl, damit der abgebaut werden kann. Übrigens, der Alkoholmod, der war auch noch nicht ready. Das heißt, wir können keinen Alkohol im Moment herstellen, bis auf halt das, was sowieso drin ist. Das fand ich echt traurig, weil das wollte ich wieder so machen. Aber der von diesem Mod mit den Getränken, der ist leider nicht 1.2. Genau wie Industrialisierung. Aber die Karte ist so gut, dass ich eigentlich auch nicht neu anfangen will. Ich hoffe, man kann den mit Safe Game nutzen. Ich glaube aber nicht. Aber wenn sie gepatcht sind, werden wir es auf jeden Fall herausfinden. Sie sind auf jeden Fall noch in meiner Liste. Und dann sehe ich eigentlich direkt, wenn der geupgradet ist. So, Jogulias ist hart am Werkeln. Ich würde sagen, Jogulias muss eigentlich kochen, ne? Ich meine, jetzt kochen wir alle so ein bisschen, aber Jogulias müsste der Hauptkoch sein, deswegen geben wir den anderen mal da eine 4 drauf. Denn Jogulias ist ja auch der, der später ja hier in die Nahrungsmittelproduktion und sowas. Händler, sehr schön. Während die runterkommen, gucke ich nochmal. Der kriegt ja hier auch so schön gemäßigten Wall. Das ist bestimmt gut. Was wäre denn eigentlich so für mich gut? Pyroklastik. Ein hartes Biom. Oh, da wird alles brennen. Und der Metal Will Not Burn Mod, den habe ich nicht mehr. Der ist auch nicht geupdatet. Das heißt, jetzt brennt wieder Metall. Sehr schlecht. Oh, der ist weit weg. Den machen wir nicht. Wobei, eigentlich wäre der, glaube ich, machbar. Das wären vielleicht 2 Tage, wenn es bis hierhin ein Tag war. Machen wir aber nicht. So, wer ist am besten im Sozial? Alle scheiße. Dinom regelt. Ne, Dinom ist zu weit weg. Ich bin am nächsten. Ein Waffenhändler. Kriegt erstmal den Knüppel. Und damit hätten wir wieder ein bisschen Silber gewonnen. Tut mir leid, mehr können wir euch nicht verkaufen.
Wir brauchen unbedingt die Batterien. Ich bin ja froh, dass der nicht ganz auf Null geht, dass die weiter befeuert sind. Was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich steht der, der müsste eigentlich auf Null gehen. Aber irgendwie, wenn der auf Null ist, also wenn er sich gar nicht mehr rotiert, produziert er noch genug, damit die beiden Kühlschränke funktionieren. Und das, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber irgendwie ist das komisch, finde ich. Okay, die haben auch komische Farben. Ich verstehe nicht, warum die unsichtbar sind. Vor allem, wenn ich jetzt hier einen finde, der auch eine biomische Ausrüstung hat. Die bewegen sich zu viel. Der hat hier so Drohnenmentalität, aber... nee. Die haben alle keine biomischen Sachen. Sonst hätten wir uns vielleicht, wenn wir irgendwann mal einen anderen Unsichtbaren sehen, sehen wir uns vielleicht, es liegt an den bionischen Sachen. Aber ich hoffe, dass das wieder weggeht, weil ich würde die gern wieder sehen. Oder ich hoffe wenigstens, dass man die Kleidung dann nachher noch sieht. So, ich überlege gerade, brauchen wir so viel Reis? Diesen Reis lassen wir mal, sonst ändern wir den hier noch in Baumwolle. Na, wobei... Ja, ist halt die Frage, ne? Baumwolle oder Bambus? Komm, wir machen eine Fuhre Baumwolle. Dann machen wir den hier in Bambus. Wir können die hier dann nachher wieder ändern. Prinzip ist das hier wie Island, ne? Musst du auch so bauen, weil du hier nirgendwo... Moment mal. Können wir mit dem Mod cheaten? Also wir können definitiv etwas cheaten mit den Mods. Wenn wir hier nämlich die Quarries hinsetzen, die Quarry abreißen, haben wir Erdboden. Damit könnten wir uns Boden cheaten. Aber wir hatten ja hier auch irgendwo mal... Das war, glaube ich, musste man forschen. Da konnte man Boden bauen. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber... Da könnten wir uns vielleicht den Sand wegcheaten. Aber es wäre auch irgendwie lame, ne? Ich weiß, warum der unsichtbar ist. Der hat, der will einfach nur nicht beim Kacken gesehen werden. Die Norm macht das nichts aus, wenn die Leute den beim Kacken zugucken. Ja, wir haben ja keine richtige Toilette gebaut. Das ist der Grund, ganz klar. Mal Fruchtbarkeit 200, ne, aber... Na gut, die Wachstumsrate ist schon hoch. Das kann man eigentlich nicht abstreiten. So, Putzenszeit, sehr schön. Mist. Jetzt habe ich nicht verklickt. Munition. Die können wir gut verkaufen. Ach, jetzt ist hier der Mais drin. Das ist natürlich scheiße. Aber ich will nicht noch einen Kühlschrank bauen. Gut, das hält ein paar Tage. Ach, guck dir das an, ey. Was ich hier alles tragen kann.
Dino müsste irgendwann richtig gut sein hier im Dings abbauen. 6. Nicht schlecht. Wie sieht's aus mit Pflanzen? 7. Nicht schlecht. Wie sieht's bei mir aus mit Bauen? 7. Nicht schlecht. Forschen. Gefällt mir. Oh, mal ruhig. Und da muss der Trottel da reinreden, ne? So sieht's nämlich aus. Es war so schön ruhig. Und dann redet er da rein. Jugulas, was ist dein Problem, hä? Hä? Was ist dein Problem? Willst du Beef? Fängt er sich hier an, mit mir zu prügeln? Nein. Hier stand, hier, guck, da stand Jugulas, hat die Schlägerei angefangen, nicht ich. Gibt's ja nicht. Fängt er sich einfach an zu prügeln mit einem Powerarm? Greift er hier mich armen Roboter an? Ja, das ist diskriminierend. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir einfach noch ein paar negative gebe. Also ich hätte mir, wenn ich mir jetzt noch mehr biomische gemacht habe, habe ich hier so überlegt, mir so xenophob und sowas, ne, dass ich halt so einen Roboter spiele, der nur Roboter duldet, irgendwie sowas. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn die jetzt erstmal so zusammenleben, ey, dann sind die wieder nachher nur am Beefen. Ich meine, wir haben den Anfang richtig gut hinbekommen, das muss man mal dazu sagen. Sogar tatsächlich besser als erwartet, als ich am Anfang gespeichert habe, wollte ich unbedingt die Karte safen, weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich mindestens einmal sterben werde. Danke, dass du mich wenigstens fütterst, Jugulas. Aber es hat ja dann doch relativ gut geklappt. Gut, unter anderem sind wir das der Hitze zu verdanken. Wir sind in einer extremen Wüste mit normalen Temperaturen. Das kann man nicht leugnen. Ne? Also das ist ganz klar ein Riesenvorteil für uns. Aber es war ja nicht die Temperatur. Ich sag's nur nochmal, es war... Ja, ne? Wir haben hier auf jeden Fall ein paar coole Anbauflächen. Das gefällt mir. Ist das hier Verunreinigung? Nein. Das ist einfach nur erleuchtet. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Stellen, wo wir gut anbauen können. Wir haben noch ein paar Ruinen, die wir abholzen können. Hier ist sogar noch ein Tisch. Oh, hier sind noch ein paar Urnen und so. Hm, schade, dass da nichts von Wert drin ist. Gut, ich hatte ja mal den anderen Mod mit Real Runes. Da waren natürlich noch andere Sachen drin. Oh, Titanium. Ich überlege, ob wir jetzt schon den Kram hier abbauen sollen. Oder später, wenn wir den brauchen. Dass wir noch so eine eiserne Reserve haben. Zur Not haben wir immer noch den Quarry, ne? Mit dem Quarry können wir uns alles einstellen. Das ist so unser Notfallplan. Ich hätte nicht gedacht, dass selbst wenn der so wenig Strom produziert, dass es für Kühlschränke reicht. Das muss ich mir unbedingt merken, das ist nämlich essentiell wichtig. So ein Teil ist ultra nice am Anfang. Aber ich finde es trotzdem schade, dass man diese, also ich habe keine Technologie vornherein erforscht. Man hat aber grundsätzlich, das kann ich nicht abstellen, diese Forschungen erforscht. Ich hätte das so gerne, dass wirklich hier nichts erforscht ist. Gar nichts. Dass man alles selber erforschen muss. Ich habe es aber noch nie hingekriegt, dass das irgendwie funktioniert.
Vielleicht mache ich immer irgendwas falsch, ich weiß es nicht. Möglich ist das. So, wir sind in Tragezeit. Ich habe irgendwann mal die Batterien fertig. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Also gut. Oh, oh, jetzt ist er mal runtergegangen, ne? Hier. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Und sag mal Bescheid, wie das jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad so lassen, einfacher machen. Oder ob es schlimm ist, dass jetzt der Industrialisierungsmod nicht drin ist oder das mit den Alkoholgetränken und sowas. Aber ich finde die Karte eigentlich so gut, dass ich sie gerne behalten würde. Und ob wir dann nächste Folge direkt schon aufstarten sollen und auf jeden Fall Jugulias dann hier hinschicken. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich dann meine Kolonie hinmache. Auf einer Ebene will ich es eigentlich nicht machen. Ich würde mich schon gern irgendwo eingraben. Aber ich will auch nicht zu weit weg und ich will auf jeden Fall nicht in eine Wüste. Vielleicht gehe ich hier hin. Weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich auch doch ein bisschen weiter weg. Will aber auf jeden Fall irgendwie in Range bleiben. Aber in das Biom werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Da muss ich sehr viel mit Sprenglern arbeiten. Da können wir mal reingehen auf Expedition und gucken, wie es da aussieht. Wenn da alles Feuer fängt. Genauso wie in den hier. Hier ist so ein einziges Feld Superorganismen, was eigentlich hier ist. Was ist denn das für ein Quest? Oh, hier kriegen wir einen neuen Typ. Was müssen wir denn machen? Mechanodroiden? Also, nein. Weißt du, da bricht einer aus dem Gefängnis aus, wird von Mechanodruiden erfolgt. Sorry? Also bis dann. Ciao!